Es ist tatsächlich die Aufmerksamkeit, mit der der Mensch die Dinge betrachtet und in der er auf die Dinge zugeht und mit der er alle Handlungen tut, die seine Widerstandskraft stärkt und erst überhaupt seine innere Kraft formt. Ein Mensch, der versucht, die Wahrheit zu erkennen, aber nicht die richtige Aufmerksamkeit hat, wird immer an den Dingen vorbeizielen. Aber ein Mensch, der in der richtigen Aufmerksamkeit, mit tiefer Innerlichkeit die Dinge betrachtet und aufnimmt, macht sich gewissermaßen zum Gefäß und kann von den Dingen erreicht werden. Genauso ist es auch mit der Rezitation des ehrenwerten Korans. Wenn man den Koran rezitiert, wie man irgendein Wort spricht, dann stellt sich kaum eine Wirkung ein. Aber wenn man den Koran mit tiefer Aufmerksamkeit und Innerlichkeit rezitiert, wenn man in der festen Auffassung ist, dass es sich um das Wort Allahs handelt, dann formt sich im Inneren eine Bereitschaft und durch diese Bereitschaft wird die Seele und der Geist des Menschen aufnahmefähig und die Besonderheit des Wortes Allahs dringt in Geist und Seele des Menschen ein. Dadurch wird der Mensch widerstandsfähiger. Ein anderer Punkt: Die Widerstandskraft des Menschen ist, wenn wir sie vom Körperlichen aus betrachten, zutiefst abhängig von der Seele, das ist bekannt. Ist die Seele schwach, dann kann das den Körper sehr stark beeinflussen. Umgekehrt ist das eher seltener der Fall, außer wenn man sehr stark ermüdet. Wenn man nun betrachtet, wie die Widerstandskraft des Körpers, der Seele und des Geistes gestärkt werden kann, dann merkt man sehr schnell, es kommt zuerst auf die Seele und die geistige Kraft an und danach macht es Sinn, den Körper auch zu kräftigen. Umgekehrt kann es sein, dass man den Körper kräftigt, aber durch die seelische Schwäche, Stichwort Depressionen oder andere Dinge, wird sofort alles wieder zunichte. Deswegen ist die geistige und seelische Voraussetzung, vor allen Dingen für den bewussten Muslim, die erste Voraussetzung überhaupt im Ganzen Widerstandskraft zu entwickeln. Ein letzter und wichtiger Punkt: Viele Faktoren haben Einfluss darauf, wie sich Seele, Körper und Geist widerstandsfähig formen. Widerstandsfähig in dem Sinne, dass man nicht auf jeden Einfluss so reagiert, dass man schwach ist, dass man nicht alles aufnimmt, was ein anderer will, dass man es tut, dass man es aufnimmt. Und hierzu dienen die Dinge, die die natürliche Umgebung des Menschen darstellen. Das heißt, das richtige Licht, die richtigen Klänge, die richtigen Worte, die richtigen Düfte auch, die richtigen gefühlsmäßigen Dinge. Alle Sinne müssen angesprochen werden, aber auch die geistigen Voraussetzungen. Ein Mensch, der sich nicht einen einzigen Gedanken macht, der tiefer geht als was esse ich jetzt oder wo schlafe ich morgen, der kommt damit nicht sehr weit. Unabhängig davon, dass es natürlich arme Menschen gibt, die in einer absoluten Notlage sind und nicht anders können, ist es aber sündhaft, wenn ein Mensch, dem von Allah subhanahu wa ta'ala so vieles gegeben worden ist, dass er sich auch Dinge aussuchen kann, dass er sich sträflich vernachlässigt. Wie der Gelehrte Al-Ghazali sagt, ein Mensch, der aus sich geistig nichts macht, der ist den Tieren bei weitem unterlegen. Denn wenn der Mensch versucht, körperlich oder von seinen allgemeinen Fähigkeiten her mit irgendeinem Tier zu konkurrieren, er muss schlechter abschneiden. Nur dadurch, dass er seine geistigen Fähigkeiten, seinen Einfallsreichtum, seine Intuition mit hineinsetzt, kann der Mensch überhaupt sich gegenüber den anderen Wesen durchsetzen und kann er auch innerhalb seiner Klasse, innerhalb des Menschseins überhaupt sich vernünftig darstellen. Viele Verwerfungen, viele Krankheiten, viele gesellschaftliche üble Erscheinungen kommen nicht zuletzt dadurch, dass die meisten Menschen nur dafür leben, zu arbeiten und mit dem, was sie erarbeiten, ihr Vergnügen zu bestreiten. Oder oberflächliche Dinge. Oder eben Dinge, die nichts zu ihrer Widerstandskraft beitragen. Die Gesundheit hat unterschiedliche Aspekte und es geht bei diesem Vortrag nicht zuletzt darum, wie man sich geistig, seelisch und körperlich in diesem weiteren Sinne gesund, widerstandsfähig und bewusst verhalten kann. Alles, alles Gute. Assalamu alaikum.